Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. 1, 2, 3! Glaube ich. Ich habe heute wieder einen Wettkampf im Turnen und zwar mit meiner Mannschaft, also Mannschaftswettkampf. Und ja, ich dachte mir, ich filme den wieder mit für euch. Gestern hatte meine Schwester ihren Mannschaftswettkampf und sie ist Zweite geworden mit ihrer Mannschaft und die waren richtig, richtig gut. Ja, und da war ich auch mit und heute ist halt unser Wettkampf. Also Julina ist auch in meiner Mannschaft und sie kommt jetzt auch schon gleich zu mir, also sie kommt um 9 und dann machen wir uns noch zusammen fertig, machen uns Dutz, also Frisuren und ziehen uns an und so und dann fahren wir auch zusammen los. Das dauert nämlich eine Stunde dahin zu fahren, weil da auch irgendwie eine Straße jetzt gesperrt ist und so, also ist alles ein bisschen kompliziert, aber ja, ich werde euch mitnehmen. Und ich bin ziemlich aufgeregt heute. Ich weiß irgendwie nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin voll aufgeregt. Und das Ding ist jetzt auch noch, ich turne ja eigentlich LK3, aber heute bei dem Wettkampf werde ich LK4 turnen. Also LK4 ist eine Stufe leichter als LK3, weil wir halt keine Mannschaft haben, die LK3 turnt, weil in meinem Verein turne nur ich und ein anderes Mädchen LK3 und das ist halt keine Mannschaft, weil da brauchen wir mindestens 3. Und ja. Deshalb muss ich heute wieder LK4 touren und meine Übungen sind jetzt auch ganz kleines bisschen umgestellt. Also ich musste zum Beispiel am Boden noch einen Bogengang reinschieben. Okay, meine Kamera hat gerade aufgehört zu filmen, weil meine Karte voll ist. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich muss meine Übungen halt ein bisschen umstellen, weil ich sonst zu viele Teile hätte. Deshalb ist die halt jetzt ein bisschen anders teilweise. Aber ja, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Und ich ziehe heute das erste Mal den Mannschaftsanzug an. Da hängt er schon. Ich kann ihn euch gleich mal zeigen. Und ich werde jetzt erstmal frühstücken und zwar Porridge. Esse ich eigentlich fast jeden Morgen, weil ich liebe das. Ja, genau. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Und ich muss mal schauen, vielleicht kommentiere ich meine Übung auch wieder, weil eigentlich fand ich das ganz nice beim letzten Mal. Mal schauen. Also, hier hängt mein Mannschaftsanzug. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir den anziehen als Mannschaft. Here I am. Hello. Krank und tot aussehend. Und heute tue ich auch mit. Und das ist toll. Aber ich habe Angst. Ich auch, ich habe so Angst. Und ich bin krank. Das sind unsere Anzüge. Und ja, wir machen jetzt noch so einen TikTok und dann ziehen wir die an und ich bin so aufgeregt. So Leute, wir haben jetzt Dutz. Ja, und ich habe einen fetten Dummel, so viel Haare. Und jetzt ziehen wir hin. Also wir müssen erst meine Babyhaare da wegmachen. We're ready. Fertig. Also. Darf ich mir das ausmalen? Ja. Jetzt? Ja. Aber ich muss irgendwann zurück. Ja. Bald. Sagst du, frag mal Lisa, die hat ein halbes Jahr deinen Rucksack gehabt. Ja. Sehr toll. Du bist jetzt gleich los in 20 Minuten oder so. Ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hab so Angst. Doch, hab ich ja nur am Essen. Ja. Ich bin immer am Essen, das ist mir aufgefallen. Immer bin ich am Essen, wenn ich... Zeig mal von hinten, das sieht voll schön aus bei dir. Au. Sorry. Weil da ja. So mein Sportbecher ist. Das sieht sehr schön aus. Super, toll, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, wir turnen gegen Lisas Mannschaft auch. Wir turnen gegen Bette, wie viel gegen die Mannschaft? Ich glaube gegen 7 oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, jetzt ich muss kein Ball. Ich muss alles turnen. Willst du noch irgendwelche letzten Worte sagen, bevor wir losfahren? Julia? Hä? Haben die heute Finale? Ja. Oh, achso, ich habe das noch gar nicht erklärt, dass der Wettkampf aus 2 Runden besteht. Dass es heute die erste Runde ist und davon die Punkte genommen werden. Dann haben wir 3 Wochen die zweite Runde, davon werden die Punkte genommen. Der Anzug von der Emma ist schön. Ja, ich liebe diese Anzüge von ihr. Und da wird es halt zusammengezählt und dann, wer am Ende insgesamt die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So funktioniert das System, ne? Hä? Ja. Ich habe Angst, wir fahren jetzt gleich los. Willst du noch Tschüss sagen, bevor wir losfahren? Wir sehen uns in der Wettkampfhalle wieder.
Also ich dachte mir, ich kommentiere ab jetzt wieder meine Übung und generell den Wettkampf, weil ich glaube, das kam letztes Mal ganz gut an und mir macht das eigentlich auch Spaß, das zu kommentieren, weil ich glaube, es ist nochmal ein bisschen interessanter, das anzuschauen. Auf jeden Fall sind wir dann erstmal eingelaufen und die ganzen Mannschaften wurden vorgestellt. Und unser erstes Gerät beim Wettkampf war Balken dieses Mal. Und dann ging es auch schon los mit Einturnen. Ich habe halt erstmal so grob alle meine Teile eingeturnt. Und ja, hier turne ich gerade mein Haltelement ein, weil ich ja jetzt LK4 turne und da brauche ich wieder eine Standwaage oder Standspagat halt auf dem Balken. Und das habe ich dann alles eingeturnt. Ja, das seht ihr ja selbst. Und dann habe ich noch meine Sprünge eingeturnt. Und dieses Mal habe ich dann auch wieder meine Drehung gestanden, weil beim letzten Wettkampf war es ja so, dass ich beim Einturnen keine einzige Drehung gestanden habe. Zum Glück war es diesmal nicht so und dann habe ich noch den Abgang gemacht und irgendwie, nee, vorher habe ich noch das Rad gemacht. Auf jeden Fall waren die Matten irgendwie ziemlich hart und ich habe mich erstmal voll erschrocken beim Landen, aber das ging eigentlich voll klar. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon direkt los mit dem Wettkampf. Und ich war ziemlich aufgeregt, dann habe ich erstmal angefangen mit dem Aufgang. Ich habe da schon manchmal ziemlich Angst, dass ich da schon runterfalle, aber es hat alles gut geklappt. Und dann habe ich mich auf den Spezi vorbereitet, wo ich bei meinem allerersten LK3-Wettkampf gefallen bin, aber heute hat er eigentlich ganz gut geklappt. Und dann habe ich weiter noch meine Posen gemacht und dann ging es aber auch schon weiter zum Standspagat. Und ja, da bin ich erstmal hochgegangen. Ich glaube, ich war nicht ganz im Spagat, aber irgendwie... Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich habe es 2 Sekunden gehalten. Und dann bin ich hochgegangen. Ich bin fast runtergefallen beim Hochgehen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das ist voll peinlich. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann meine seitlichen Posen gemacht. Bin froh, dass ich gar nicht runtergefallen bin. Und dann ging es auch schon zu meinen Sprüngen. Ich glaube, die waren beim Einturnen auch ein bisschen besser. Ich wäre da fast runtergefallen, glaube ich. Aber irgendwie ging das dann schon. Und dann habe ich auch die Drehung gemacht. Oh, die war auch nicht so gut. Das ist jetzt schon eine Woche her, deshalb ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da gemacht habe, aber es sah nicht so gut aus. Und dann habe ich noch das Rad gemacht. Das habe ich aber relativ sicher gestanden. Und ich musste meine Übung ein bisschen umstellen, weil da ja eigentlich noch ein Bogengang hingehört hat. Aber dann kam es auch schon zum Abgang. Ich musste ein bisschen viele Schritte laufen. Aber ich war sehr froh, dass ich wenigstens oben geblieben bin. Und ich habe hier leider einen großen Tritt gemacht. Das war nicht so schön, aber ja, das war's mit Balken. Als nächstes Gerät hatten wir Boden und ich habe dann erstmal angefangen, ganz normal meine Teile alle einzuturnen. Und Boden ist eigentlich auch mein Lieblingsgerät. Ja, aber ich lasse euch jetzt erstmal hier das Einturnen unkommentiert, weil ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also hier will ich jetzt kurz was zu sagen und zwar habe ich meine Drehung eingeturnt. Die hat einfach perfekt geklappt. Das war so eine doppelte gehaltene Drehung und beim Wettkampf hat sie nicht so schön geklappt. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber ja, hier turne ich noch gerade freies Rad ein. Und jetzt geht es auch schon los mit dem richtigen Wettkampf. Hier muss ich wieder die Bodenmusik leider wegmachen, weil das Video sonst gecopyrighted wird wegen der Musik. Und ja, ich habe erstmal ganz mal mit meinen Posen angefangen. Dann habe ich Spagatsprung Ganze gemacht. Das habe ich das erste Mal beim Wettkampf gemacht. Und ja, dann wieder ganz normal meine Posen. Und diesmal habe ich als Akro-Radwende-Rückwärtssalto geturnt, anstatt Radwende-Flickflack-Rückwärtssalto, weil ich sonst einfach zu viele Teile habe, als man eigentlich bräuchte für die LK4. Und dann kam es auch schon zu meinen Sprüngen. Der war jetzt auch nicht ganz so schön, also der war schon mal schöner. Dann kamen noch meine Posen und dann die doppelte Handstanddrehung. Die hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe das Gefühl, die wird von Wettkampf zu Wettkampf sicherer. Aber okay, obwohl, es war ein bisschen gehetzt. Aber ich habe es geschafft. Und dann kamen noch meine Posen. Ich muss sagen, ich liebe diese Pose. Und ja, dann ging es zu den Drehungen. Da bin ich extrem rausgefallen. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Dann kam noch mein freies Rad.
Und dann noch Bodengang, den ich reinmachen musste für die LK4, weil den braucht man da. Und ja, da war meine Bodenübung auch schon vorbei. Das nächste Gerät war jetzt Sprung, da habe ich mich erstmal eingeturnt und der Sprung vom einen Turn war, glaube ich, der schönste, aber dann ging es auch schon los mit dem Wettkampf. Jetzt geht es auch schon zum letzten Gerät und zwar war das Barren. Vor dem Gerät hatte ich am meisten Angst, weil ich, wie gesagt, im Moment, also das habe ich schon öfter gesagt, habe ich Fetzen an der Hand, offenen. Also der eine ist jetzt zugeheilt, aber ich habe jetzt leider wieder neun, deshalb kann ich nicht so viel Barren trainieren im Moment. Und meine Barrenübung sah auch entsprechend aus. Und es war leider wieder so, dass ich im einen Turn keine einzige Kipp hochgekommen bin oben. Und das war sehr frustrierend und ich hatte echt Angst vor dem Wettkampf, aber dann ging es auch schon los. Und ich habe auch voll gestruggelt mit der Kippe unten. Die sah auch nicht so schön aus, meine Beine waren voll krumm, aber ich bin irgendwie hochgekommen. Ja, da hätte ich auch meine Knie strecken können. Das war auch alles nicht so schön. Ich glaube, man sieht, dass ich nicht so viel Barren trainiert habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kippe da hochgekommen bin, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Und dann hier noch Amplitude. Und dann ging es auch schon zum Abgang. Und ich habe den Abgang einfach gestanden. Ich habe mich richtig gefreut, weil das war mein Ziel, dass ich den einmal in den Stand lande, endlich beim Wettkampf. Und ich habe mich so gefreut und ja, dann war der Wettkampf auch schon vorbei. Und dann kam es zur Siegerehrung, also das war keine richtige Siegerehrung, einfach nur so ein Zwischenstand quasi. Und ja, wir sind im Moment auf dem dritten Platz. So Leute, wir haben jetzt schon fast eine Woche später. Ich kann mich jetzt erst wieder bei euch melden, weil ich hatte irgendwie die ganze Zeit was zu tun. Dann hatte ich auch noch Praktikum und direkt nach dem Wettkampf waren wir noch alle zusammen Pizza essen. Ja, deshalb komme ich jetzt erst dazu und bei mir lief der Wettkampf eigentlich ganz okay. Also ich hatte jetzt keine Stürze drin. Barren war zwar ein bisschen hässlich, aber wenigstens kein Sturz. Und dafür, dass ich meine Übungen teilweise auch ein bisschen umgestellt habe, also umstellen musste, war es eigentlich ganz okay. Balken hatte ich auch viele Wackler drin und uns fehlt einfach nur 0,2 zum zweiten Platz. Und ich glaube irgendwie 2 Punkte zum ersten Platz. Und wir hatten halt auch relativ viele Stürze. Also wir hatten 2 Stürze am Balken, 1 Sturz am Boden und 1 Sturz am Barren drin. Diesen Wettkampf. Und ja, also wir hoffen, dass wir uns für den nächsten Wettkampf noch ein bisschen verbessern. Und ja, aber insgesamt sind wir schon zufrieden, denke ich, weil es war schon ganz gut. Für den ersten Mannschaftswettkampf seit 2 Jahren wegen Corona. Und ja, aber es kann sich ja noch was ändern. Und bei der zweiten Runde nehme ich euch dann auch mit. Ja, genau. Und sonst würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!